Okay, also, Ja. die sind jetzt inzwischen auf andere, haben die, sind die noch auf diesen Dingern drauf, auf diesen Holzstämmen? So, die haben euch Na, die. gerade aus der Lücke rausgetrieben. Die kommen da jetzt also durch. Könnten sie in die Säure fallen, wenn jemand die Baumstämme Jetzt nicht wreckt? mehr. Gerade eben Okay. ja, aber jetzt nicht mehr. Eben, das ist das Aber Problem. du hast ja vorhin gesagt, hier sind zwei Baumstämme nebeneinander, die beide schlecht verankert sind und wir Ja, haben hier so, ihr nur habt die einen beide rausgeholt. rausgezogen. Ihr habt Ach die so, wir haben beide beide rausgeholt, rausgeholt. damit ihr eine gut gangbare Ja, Brücke die. habt. Das war der Ja, Greater okay. Threat. Alles klar. Aber du hast einen Ja, Hammer. macht Du Sinn. kannst trotzdem das hier wrecken. Also machen. Ja, wäre jetzt die Idee, dass ich hier recke. Wenn man Und nur einen Hammer also hat. einfach reinwarten und dann Ja. durchschlagen. Nee, ich dachte, dass ich mich Eine neue Brücke brack machen aus anderen Nee, Pfählen. nicht ganz. Ich ziehe mich einen Schritt zurück und schlag mit dem Hammer so halb auf den nebenstehenden Palisadenstamm, sodass der dann in die So, Richtung ihr seid umfällt nicht mal und an die den Rotter unter sich Palisadenstamm. Ihr seid gerade begräbt. aus der Lücke rausgetrieben worden. Ihr Okay. musstet schon ein paar Schritte zurückweichen, damit ihr nicht aufgespießt werdet. Das ist die Position. Gut, okay, das. Möchtest du vielleicht zu Äther Magnus Ja, laufen und das ist eine beschissene verschwinden? Position für dich, ich weiß. Deswegen habt ihr auch alle eure Würfe gefällt. Nein, ich wusste nur nicht, wie die Ich Position weiß aussieht. nicht, wie oft ich noch erklären soll, dass ihr aus der Lücke rausgetrieben wurdet. So, alles Ja. gut. Aber um wie viele Meter? Also das, egal. Vielleicht eine, wie sagt man, hier für einen Stress nochmal in die Zeit zurückreisen und das Ganze Und irgendwas vorbereiten. vorbereitet haben? Sure. Ihr könnt aber jetzt nicht mehr vorbereiten, dass sie irgendwie in die Säure fallen, denn sie sind ja fiktional schon drüber. Nee, aber Nein, dass nein, nein, das nein, jetzt ein nein. Baumstamm auf dich drauf knallt, das ist das. Genau, Oh, ja. yes, okay. Klingt aber eher Kann ich? rührig. Wenn das dann Falle ist, die dann auf sie drauf fällt, right? Klingt eher Dann rührig. würde ich das mit Rick versuchen, ja. Und würde den Stress nehmen. Genau, und dass ich es dann mit Rack auslöse oder Okay, so. Anton, wenn wir drüber nachdenken, Anton hatte auch die Zeit, weil er hat die Krähen weggeholt und er schießt irgendwie der letzten noch in den Rücken und dann dreht er sich um und sieht schon, oh, das wird sowieso nichts und bereitet stattdessen den Baumstamm vor. Das macht viel mehr Sinn. Während ihr beide halt noch Ja, am Fighten wart. und da würde ich mich vorbereiten, das eben dann mit einem gezielten Schlagstoß, was auch immer, Zeug auf Ja, okay, sehe ich. die drauf fällt, wie auch immer dann das geartet wurde. Ja. So, ich nehme einen Stress, ich würfle Rick und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. So, als Greater-Effekt. Also Standard-Effekt ist, der fällt auf die drauf und nimmt irgendwie zwei oder drei mit. Greater-Effekt würde ich sagen, der fällt halt auf den ersten drauf und klemmt dann so da drin, dass die da nicht mehr durchkommen. Und dass wir dann wieder Zeit Falls. haben, uns praktisch zu sammeln, beziehungsweise noch Ruby zu helfen mit Naja, ihrem einen Gegner. falls jemand sich hier für Effekt pushen möchte. Ich weiß nicht, ob du noch Stress hast. Nee, nicht genug. Also ich müsste den Standard, müsste ich versuchen. Okay, Also du ich kannst ja kann. immer noch zwei Sechsen würfeln. Just, um mal Strass zu zitieren, rollt einfach Sechsen, dann wird alles gut. Ja. So, risky oder desperate? Das ist, die kommen relativ ziemlich nah. Andererseits sind sie nicht auf dich fokussiert, sagen wir Risky. Gut. Eine 6 Also reicht eine mir. Sechs. So, sie kommen durch. Irgendwie der erste, oder einer von euch kann halt drauf schießen oder was drauf werfen oder so. Und der Baumstamm fällt quer um und begräbt, komm, es war eine 6, drei von den Rottern unter sich und der letzte im Bunde muss da jetzt noch irgendwie ungelenkt drüber klettern und ihr seid dann auf einmal in einer sehr viel besseren Position. Dann würde ich noch mal. Nee, jetzt lass mich schießen, wenn du das Ja, gemacht ich hast. würde einen Angriff auf die jetzt, also dass wir die jetzt praktisch niederschlagen. Erstmal wollte Illrid die Dings erschießen. Right? Nee. Oh, der Irrit hat schon verkackt. Ja, Irrit hat verkackt. Leider. Ich kann es gerne nochmal versuchen. Sorry. Nee, lieber Ich nicht. Nee. wollte skirmischen an dieser Stelle dann. Ich möchte jetzt, oder ich gebe den Befehl zum Niederschlagen der letzten Rotter und Richtung Ruby ziehen. Klingt wie eine Group Action, weil das sind immer noch harte Zeitgenossen. Alter, damit ihr das Geld So, habt und alles. wer kann die Group Action auf sich nehmen? Also wer hat noch Stress zur Ich Verfügung? hab noch drei Stress, aber ich kann nur Skirmischen anbieten. Ja, ich skirmische Das ist auch. auch Wir schlagen definitiv ein die jetzt zu Skirmisch. Boden. Also wir wollen die jetzt fertig oder wegmachen. Wir müssen die jetzt Okay. niederschlagen, auf Deutsch gesagt. Aber wenn ich mehr als drei Stress nehme, dann trauma ich hier raus und bin raus mit Das ist dem richtig. Charakter. Das Dann ist ein Rookie. Ist dem leider so. Aber das ist unsere beste Oh. Chance, die wir haben, weil ich habe nur noch einen Stress und Trauma dann auch raus und bin dann komplett weg.
Ich bin auch komplett weg, ja, wenn ich rauskomme. Aber ich bin Doc komplett weg. Ja, auf Deutsch ich weiß. Gesagt. Also, wer führt an? Ist mir schon bewusst. Ich führe an. Okay, weil Anton steht dann hinter dir und hält sich aber so aus, weil er ja schon. Ja, weil er also ja schon. Mit Skirmish praktisch, ja. Dann, okay. Leute. So, ich muss wieder meine Wunde. Was heißt das? Potenzi heißt, ich habe bessere es gleicht Kraft. Sich, also du verlierst Effekt und du kriegst aber Effekt durch Potenzi, das heißt, es gleicht sich aus. Alles klar, gut. Gut. Dann schauen wir mal, ob es was wird. So, Risky Standard nehme ich an, ja? Warte. Ihr habt Scale, die haben Fine Armor. Ihr habt mehr Scale, ihr habt ein bisschen mehr Scale als die. Ja, Risky Standard. Gut, komm, ich habe minus 1 D wegen meiner Wunde. Mhm. Ja, bei mir gibt mal einen Stress. Bei dir gibt's einen Stress? Nein! Oh. Bei dir gibt's auch einen Stress. Jetzt kannst du noch die Rookies jetzt retten. Kannst du noch die Rookies rausholen. Muss ich die 6 Stress erreichen oder überschreiten? Überschreiten. Okay, dann bin ich noch safe. Ja, aber trotzdem, aber ein D für die Rookies. Das zählt nicht als Ambush, was wir gerade machen, oder? Not really. Die Ambush so, ist ja Schambael, los! Offle für die Rookies! Oh! Oh! Ja, wir haben es alle bisher versaut. Es ist wurscht, wer würfelt. Okay. Hier sind die guten Nachrichten. Ich bin noch nicht rausgetraumert. Hier sind die guten Nachrichten. Dadurch, dass ihr Scale habt und die jetzt ein bisschen umringen könnt, dadurch, dass sie in der Unterzahl sind, und vielleicht ein bisschen auf die Pelle rücken mit ihren Speeren, ist das nur eine Einer-Wunde. Aber euer Weg nach draußen ist jetzt natürlich blockiert. Ja, das ist so, richtig. Arm 1 für alle Beteiligten und Iskra traumert mal wieder raus, weil sie mal wieder versucht, Sechsewitz zu beschützen. Es sei denn, jemand möchte dem für sie widerstehen. Ja, ich widerstehe für sie. Wenn ich schon 2 Harm 1 habe, wird es ein Harm 2 oder was? Yes, automatisch. Und die Harm 1 bleiben oder was? Yes. Aber du warst an der Gruppenaktion nicht beteiligt. Nein, warst du nicht. Ja, ich auch nicht, weil ich immer noch meine Schusswaffe habe. Das ist nett. Ich kann jetzt noch genau einen Schuss abgeben, dann bin ich leer. Ein Thema, einen Schuss abgeben. Ruby, um uns mal kurz an deine Situation zu erinnern. Wie gesagt, der Walcher fängt 2 Kugeln von Anton und verreißt seine Pistole und stützt sich mit einer Hand an der Palisade ab und knapp über seinen Kopf schlägt. Ich trau mal raus, Kacke. Nein, das killt dich. Ja, ich bin tot. Da kommen wir gleich hin. Ach, Mann. Da kommen wir gleich hin. Warte, schade. Aber er ist für Sechsewitz gestorben. Da kommen wir gleich hin. Oh nein, Sechsewitz ist ein Untot. Shit. Eigentlich bin ich für Iskra gestorben, also. Red dir das doch? Sorry, Ruby. Und über ihm schlägt dann noch Irrits Musketenkugel in die Palisade und begießt ihn mit Holzsplittern. Was tust du in diesem Moment der Öffnung? Deine Waffe ist leer. Du müsstest jetzt nachladen. So viel Zeit hast du nicht. Okay, kann ich irgendwie schauen, dass ich im Squad komme, dass ich nicht mehr so alleine dastehe? Weil einen Fluchtweg sehe ich keinen, oder? No, du kannst. Was macht Äther Magnus? Der arme Magnus. Den nehme ich mit. Du glaubst doch nicht, dass ich den da stehen lasse. Ich versuche zu verstehen, wie die Situation ist, wer wo ist und was am meisten Sinn ergibt. Okay, schauen wir nochmal kurz auf die Fort Kellersko-Karte als Ersatz, right? Und es hat sich nicht viel verändert. Du bist hier an der Maschine. Und hier ist die Öffnung, aus der das Squad gerade rausgetrieben wurde. Und daran hat sich seitdem nichts geändert. Alle diese Positionen waren von Anfang an. Und dazwischen sind Krähen. Oh, die hat Anton gekillt. Wie die aufgefallen sind. Nächstes Mal mache ich wieder eine Karte. Fucking hell, guys. Ja. Ja, also bei so chaotischen Dingen. Ich wusste nicht, dass das so scheiße wird. Ich habe das vorher nicht geplant. Ich weiß nicht. Du hast doch nicht aufgehört, das ist immer schlimmer für uns zu machen. Das ist mein Job. Ja. Also ich hab aufgehört, Sechsen zu machen. Ja, so ist das. Ich packe mir den Alchemisten und laufe in Richtung Squad. Als klingt wie ein Manöver. Ist das überhaupt ein Wurf? Yes. Schießt mir das Ding in den Rücken? Yes. Ansonsten kriegst du was kein Wurf. Dann kann ich genauso gut versuchen, es zu töten. Dann musst du es mit Skirmish mal Armbrust umhauen. Wenn es dann tot ist.
Kann ich versuchen, sie zu setupen, indem ich ihn weiter beschütze? Na, du hast gerade einen Schuss versetzt. Wir sind in exakt dieser Sekunde. Ah, okay. Manöver oder Skirmish sind in beiden Fällen null Würfel. Nein, aber Manöver bringt dich raus, während Skirmish dich weiter reinbringt. Kannst du dich noch vorstellen? Ich meine, es ist gerade eine Muskete frei geworden von Kaiser. Also. Kannst du dich noch pushen? Ich kann mich noch einmal pushen, ja. Aber deswegen sind wir immer noch nicht raus. Aber Ruby kann immer ein Trauma. Das ist Risky Standard? Yes. Risky, du fängst die Kugel. Standard, ihr bist beim Squad. Nein. Einfach nein. Ich glaube, unsere Sechsen sind alle. Ja, nicht nur unsere Sechsen, alles ist alle. Das gibt's doch nicht. Wir dürfen jetzt seit Ewigkeiten nur noch schlecht. So. Wir haben am Anfang nur gut gewürfelt. Nee, in der Mitte haben wir gewürfelt. Am Anfang waren wir auch relativ gut. In der Mitte waren wir kurz mal gut und jetzt geht's bergab. So, du packst ihn bei der Hand. Und die rennt los und hinter dir hörst du den Schuss und auf einmal wird der dir nachrennende Äther Magnus wie ein nasser Sack und geht zu Boden, weil er die Kugel gefangen hat. Und du stehst jetzt irgendwie auf halbem Weg und hängst da. Unterdessen... ich lade nach. Unterdessen wirft Cäsar sich zu... Cäsar, sag du mir, wie du stirbst. Kaiser. Kaiser versucht sozusagen, also er sieht, wie die Rotter sich wieder mal auf Sexivisch eingeschossen haben. Sie stechen gezielt auf ihn ein. Es versucht sich Iskra dazwischen zu schmeißen mit ihrem Schild, der allerdings irgendwie auf halbem Weg in der Luft hängen bleibt. Als er gerade sozusagen, er drückt sich ab, nimmt seine Muskete nach oben, zwei Speere irgendwie damit gerade so zur Seite schieben, der dritte trifft ihn mitten in der Brust. Und sozusagen, er guckt für sozusagen, die Sekunden, es bleibt für ihn so kurz die Zeit stehen, wenn er unten schaut und sieht, ja, der Speer steckt irgendwie ziemlich genau in Herzmitte. So, hat er jetzt Wunde genommen oder ist das durchs Trauma? Nein, Trauma. Mehr oder weniger Trauma. Aber Trauma. Also kann ich mehr oder weniger nichts machen als Doktor. Oh, ich kann nur Level 4 runterdrücken. Weil technisch, wenn jemand Level 4 haben hat, kann Anton ihn zurückholen. Ich stelle es zur Wahl, ob ihr das hier gelten lassen wollt. Ich fände es schön, wenn die Zwillinge uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Weil ja, ich finde auch. Einerseits ist das natürlich ein super dramatischer Moment, andererseits, okay. So, wenn ihr wollt, dann gilt das. Plus, es ist noch nie zu Einsatz gekommen, diese Fähigkeit. Noch kein einziges Mal. Du hast recht. Allein das sollte es schon gelten. Ja, okay. Machen wir. Ja, dann würde ich, da er ja auch bei mir ist, also es ist ja auch in meiner Nähe, also ich kann ihn ohne Probleme erreichen, ehe er stirbt, auf Deutsch gesagt, würde ich eben meine Dr. Use benutzen, eine, um ihn auf eben 6 Stress zurückzuholen. Er ist zwar jetzt auch raus für den Kampf, würde ich sagen. Ja, ja, das sowieso. Aber, irgendwie Julia kann ihn dann auf dem Weg nach draußen stützen und ihm das für den Rest des Lebens seines Lebens vorhalten. Naja, er hat mich davor auch gerettet. Also. unterdessen. Gut. Dann würde ich die Dr. Use nutzen mit Not Today. Alter Magnus wirft an Wizards. So, die Uhr tickt und tickt und tickt und tickt. So, aber keiner merkt, dass ihr kurz vor der Explosion seid. So, wie die anderen an. Wir müssen hier raus. Jetzt. Wie sieht's jetzt bei uns aus mit den Untoten etc. blablö, die uns jetzt gerade hier bedrängen am Bedrängen sind? Da sind drei Rotter. Gibt's da noch welche? Da sind drei Rotter. Mit einigen Dellen in der Rüstung mittlerweile. Ein vierter wühlt sich gerade langsam und qualvoll unter dem Baumstamm heraus. Euer Weg nach draußen ist versperrt. Auf der anderen Seite, Ruby, der Wolcher, wirft seine Pistole weg. Und kommt langsam auf dich zu und zieht ein kurzes Schwert vom Gürtel. Alright, das ist die Position. Anton kniet irgendwie auf dem Boden und versucht Cäsars Leben zu retten. Darf ich gleich erzählen, wie das aussieht? Ja, wie gesagt, ich habe ja bemerkt, dass er praktisch sich zwischen die Gegner und uns geworfen hat, oder seinen Rest der Kameraden.
Und in dem Moment einiges an Stichen dann abbekommt, die er nicht abwehren kann. Und da würde ich eben die Wunden oder das Blut stoppen, dass er nicht mehr Blut verliert. In der Schnelle, so gut es geht. Also mehr oder weniger Flüssigpflaster oder irgend sowas drüber schmieren, dass er eben nicht ausblutet, um eben erst einmal am Leben zu bleiben. Ich packe dich und hauche dir, Karlsburg, Karl der Erste, sagt dir das? So, ich weiß jetzt nicht, was er meint, aber das ist erst mal wurscht. Also bei letzten Worten oft so. Ja, so, ne, es sind ja keine Letten, er überlebt es ja hoffentlich. Dementsprechend versucht zu Ruby und dem Alchemisten zu kommen. Wieso? Die sind doch, also so wie ich das verstehe, sind die noch hinter uns. Und genau, die versuchen. Wir sind jetzt so auf dem freien Platz. Yes. Die versuchen zu uns zu kommen und wir haben ja aber auch keine Möglichkeit, rauszukommen. Also möchte ich uns erstmal alle sammeln, weil vielleicht können wir so nochmal einen Gegenangriff starten in eine Richtung. Also Ruby hat gerufen, dass wir hier raus müssen und zwar jetzt. Ja, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass hier bald alles explodiert. Ja, aber so wie ich sehe, kommen wir nicht raus, weil wir zu viel Widerstand gegen uns haben, oder? Ja, genau. Dann machen wir einen neuen Ausgang. Eben, genau. Ja, das war gerade die Idee, die ich hatte. Ich von gerechtem Zorn und über den möglichen Verlust meines Bruders angestachelt, würde ich mit meiner letzten Kraft versuchen, einen neuen Ausgang, eine neue Schneise in die Palisade zu hauen. Das klingt super wreckable. Ja. Unterdessen bei Ruby. Hat das mit dem Laden geklappt in der Zeit? Bestimmt. Drückt mir die Daumen, ich brauche jetzt eine 6. Also, du brauchst keine 6. Oh. Doch. Du hast ja den Hammer. Ja! Jawohl. Ein Ausgang, dem Himmel sei Dank. Du schlägst da einmal drauf und das ganze Ding zersplittert in seine Einzelteile und ihr könnt euch da bequem durchquetschen. Wenn Ruby jetzt nicht abgestochen wird, denn sie muss eher dann machen, was sie raustragen. Ja, ich habe mir den verwundeten Cäsar auf die Schulter geschmissen. Weil der ist ja auch bewusstlos, auf Deutsch gesagt. Ja, bewusstlos will ich jetzt nicht sagen, also ich dabei halt vor mich hin. Ja, du bist rausgekrammert. Für mich? Ich bin nicht rausgekrammert, danke dir. Rescue Standard, ihr seid Mano in Mano. Okay. Allerdings ist der schon verwundet. Das macht ihm nichts, weil er untot ist, aber ein bisschen Glück, wenn du die richtige Stelle erwischt, kriegst du ihn. Ich habe einen Würfel, das ist pures Glück. Da ist es aber, du nagelst ihn an der Wand fest. Ihr merkt, die Stunde war um. Ihr habt von 9 bis 10 nur Scheiße gewürfelt. Ja, du nagelst Ruby ihn an der Palisade fest mit deinem Armbrustbolzen. Er macht einen Satz nach vorne, versucht, wie er bei Lugosz gelernt hat, mit dem Schwert den Molzen wegzuparieren, aber er ist halt nicht Lugosz. Und dann hast du ihn. Er hat das jetzt wenig geübt. Und Ruby steht über dem Alchemisten, blickt der Krähe kaltblütig entgegen und drückt ab. Und der Pfeil, der Bolzen geht glatt durch sein Genick und trennt irgendwas Wichtiges, denn der Kopf hängt danach schief und der Krähe fehlen dann natürlich auch die Sinne. Und sie tappt noch ein paar Schritt ziellos durch über die Lichtung, bis du ihr dann mit einem Messer oder so noch den Rest geben kannst. So, dann würde ich Cäsar jetzt einem der anderen übergeben, weil ich möchte mich dann während dem Laufen um den Alchemisten noch kümmern. Das ist sehr gut, denn er hat auch Level 4 Harm. Das ist nämlich genau das. Ich würde bei ihm das Gleiche machen wie bei Cäsar, um ihm eben auch die Wunde, oder dass er nicht ausblutet, mehr oder weniger durch den Level 4 Harm, würde ich versuchen, die zu verschließen mit Flüssigkleber, um ihn eben auch auf 3 runterzubringen. Mhm. Ja, Ruby macht ja auf dem Weg noch klar, wenn wir auf der anderen Seite sind, das explodiert gleich. Ja, sofort, lauft. Lauft. Oh, Anton, würfel Doktor! Na, ich muss Doktor nicht. Doktor würfeln? Du musst Doktor würfeln, um das schnell genug hinzukriegen, bevor das Ding explodiert. Nee, ich kann Doktor nicht würfeln, weil ich Doktor nicht würfeln dann kann. Dann würfel so viele Würfel, wie du Doktor Uses hast. Ja, okay, dann muss ich 3 Doktor Uses würfeln. 5. Was könnte hier ein Risiko sein?
Dass es sich vielleicht später noch entzündet. Ja, es dauert länger, bis es ausheilt. Yes, so. Es dauert nicht länger, aber Etta Magnus darf sich 2 Corruption markieren. Ja, damit kann ich leben. Der Quartiermeister weiß, was gemeint ist. Er hat eine Uhr. Quartiermeister, du hast eine Uhr für den Mann, ja? Ach so, ja. Kann ich machen. Gut. Dann. Ich kann es nicht ändern, aber er ist am Leben. Sag mir, was passiert. Ihr seid immerhin wieder alle zusammen. Ja, dann versuchen, über den Kram zu kommen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. An dieser Stelle schauen wir ein letztes Mal, wie es Schreier und Blatter ergangen ist. Wer möchte für Schreier würfeln? Das ist eigentlich Sapphires Job, right? Ja, also ja, wirklich weiter für sie. 6 Würfel für sie, Potency. Technisch sind es 5 Würfel plus ein Effekt, was sie Potency hat. Merke ich gerade. Ja, ich weiß, ich mache das schon seit Wochen falsch. Dann sollte man nicht mehr die Regeln kennen. 5 Würfeln und besserer Effekt. Wir schauen, wie Blatter dagegen hält. Auch mit der 6. Ja, aber nur eine, während wir 3 haben. Ja, das Problem ist, eine 6 reicht trotzdem auch, um Schreier voll zu machen. So, Sapphire. Aber, wir haben ja noch jemanden mit dem Schattenspeer. Yes, precisely. So, Sapphire, irgendwann ist Schreier, hat sich durch die Horrors durchgeschnitten, als wären wie ein heißes Messer durch weiche Butter. Und führt einen entscheidenden Schlag gegen Blighter, der sie mit dem gleißenden Schwert erwischt und sie zu Boden wirft. Irgendwie ihr linker Arm fliegt 3 Meter durch die Gegend. Und dann ist Lukas da. Mit 2 sehr fies, giftig triefenden Messern und wirft eins nach Schreier und trifft sie in der Schulter. Und sag mir bitte, wie du ihr Leben rettest. Zusammen mit den Vipers. Adrimirs Grenadier, der hat bestimmt Granaten oder irgend sowas mit. Warte mal. Der Speer. Sag mir nochmal den genauen Effekt von dem Speer. Wenn du den Schatten eines Lebewesens damit triffst, ist es an Ort und Stelle verankert. Das Problem ist, es ist ein untoter Lebewesen. Yes, sorry, einer Entität, eines Dingens, von irgendwas. Also was ist von irgendwas? Das ist richtig, es muss halt... Nicht Lebewesen im Sinne von, es ist am Leben, sondern Lebewesen im Sinne von, es ist... Kurz bevor das Messer sozusagen hier in Schreiers Schulter bohrt, schafft er es irgendwie, den Speer in den Schatten von diesem Messer zu werfen. Das Messer hängt in der Luft. Ja, genau und, das. Und dann kannst du ihn einfach rausreißen und es fällt zu Boden, ja? Ja. Okay. Und dann, Schreier ist gerade geistesgegenwärtig genug, um zu sehen, um euch herum... Um euch herum, wie gesagt, ich habe das Dugasch am Hals und um euch herum kommt das untote Heer näher. Und den ist gerade gegenwärtig genug, um den Rückzug anzutreten. Ja, Adrimir würde dann alle Granaten, die er bei sich hat, in die untoten Horden werfen, sodass dort noch ordentlich Tumult entsteht. Das bahnt euch vor allem einen Weg heraus, während sich eigentlich um euch herum der Belagerungsring schon wieder schließt, ja. Und dann, vermutlich wäre vor 3 Minuten der Zeitpunkt gewesen, um sich zurückzuziehen, als die Situation gekippt ist, aber Schreier war halt etwas fokussiert. Und so kommt ihr raus. Gleichzeitig verlässt das Squad das Lager und ihr seid gerade so über die Brücke. Da explodiert die Maschinerie in einer riesigen Wolke aus grünem Feuer und überall regnen Metallteile hin, die rauchend im Gras landen. Wir schauen nicht zurück. Ja, zu den Pferden rennen und so schnell wie möglich. Und ihr denkt gerade, ihr seid raus, als ihr bei den Pferden ankommt. Da hört ihr ein Klicken von hinter Anton. Und Seksewitsch hat eine Pistole, also spannt gerade seinen Pistolenhahn und drückt ab. Was tut ihr? Auf wen? Auf dich. Arschloch. Aus nächster Nähe. Ich würde ihn gerne umtackeln. Ich habe den Hammer. So, du möchtest also Anton protecten? Indem du ihn resistest. Basically ja. Also ich werde raustraumern und sterben dadurch. Aber, also außer ich würfel eine 6. Willst du es dann wirklich tun? Ja, will ich. Weil ansonsten stirbt Anton, oder? No. Well... Kommt auch an, wie viel Armor er hat. Keinen mehr. Keiner. Und er hat auch keinen Stress. Irgendwie? Noch ein Stress, ja. Nein, Ruby kann auch traumern. Leute, ich mach das jetzt. Er fühlt sich halt ein bisschen bad, sicher, weil wir Kaiser gerade gerettet haben. Ruby ja, kann ich, das machen. Kann Ruby? Hat sie noch genug? No, die traumert. Die kann traumern.
Okay, ja gut, dann aber sie ist Soldier, sie überlebt das. Gut, außerdem, das mal ehrlich, war Ruby nicht immer schon cold und reckless? Sie hat Eltern nicht vor der Kugel bewahrt, dann kann sie zumindest bei Anton versuchen. Ich meine, wenn sie sich in die Kugel wirft, ich kann auch noch ein Level 4 Horn wegnehmen, also. Okay, Ruby, sag mir, was du tust. Vielleicht erstmal dann resist und dann sag mir, was du tust. Ja. Prowess. Ich habe nichts, was noch irgendwie boostet. Das heißt, das sind 3 Würfel. Da ist die 6. Da ist die 6. Da ist die 6. Da ist die 6. Sie macht das. Sie macht das jetzt einfach. Trauma nicht? Ja. Wow. Ich denke, wir kennen ja Ruby. Während die anderen noch dastehen und völlig schockiert sind, dass einer der unseren sich plötzlich gegen uns wendet, speziell gegen Anton, der ja in der ganzen Legion sehr beliebt ist, und dass es dann auch noch Sexenbridge ist, der Kid ist, aber solche Dinge waren Ruby schon immer sehr egal. Ruby erwartet Verrat von allem und jedem und so zieht sie ihre Armbrust und drückt ab. Dann auch die Möglichkeit, dass sie ein kleines bisschen daneben zielen könnte und vielleicht Antons Kopf wischt, belastet Ruby wenig. Aber sie verfehlt nicht. Und sie trifft Sex ins Gesicht.